Ja, ich wüsste, als ob das einfach werden würde. Ja, ein paar Hauptleute. Was für ein Grupppunkt, der ist super. Match, wow, muss ja mega entdeckt werden. Jetzt hör halt auf! Nichts zu sehen. Es wird interessant, da reinzukommen. Ich finde besser raus, was das war. Ich hätte schwören können, ich hab... So. Ja, kein Bock auf Kopfgeld. Dann kommt er nicht sonst, dann können wir da killen. Was war denn das? Ein Pfeil. Wo kam der her? Jetzt komm doch her, Bruder. Schlag dich doch schon. Oh Gott, Klettertabel. Das sehe ich mir mal an. Ja, genau, da liegen zwei Pfeile random rum und der kommt auf die Idee, sich das anzuschauen. Ach, das kostet mich. Ach so, ich hätte doch gar nicht aufladen dadurch. Ich kletter mal ganz hoch. Ich wollte eigentlich den anspringen, aber hat dann geklappt. Jemand muss hier sein. Hier kam jedenfalls niemand vorbei. Ich will wissen, wenn sich was rührt. Wir geben nicht auf. Das fällt dir echt nicht auf? Oh, scheiß aufs Kopfgeld. Schon wen gefunden? Überhaupt nichts. Wer etwas sieht, berichtet es sofort. Aber verstanden. Erstmal, Herr Mitchell. Verpisst er sich? Hey, Bruder, ich bin nicht nur wegen dir gekommen. Oh, jetzt. Mann, manchmal das Ausweichkampfschlag-Zusystem. Echt, Kopfgeldjäger jetzt am Start. Ja, möchte mal sehen. Ich muss andere Taktik auffahren.
Links definitiv zu langsam. Eine gute Idee, ins Wasser. Komm, wir gehen ins Wasser. Lass uns hier kämpfen. Wo ist denn der da? Cassandra, jetzt klettert die Level raus! Gib dir Schild her, Mann! Arschloch! So, jetzt aber raus mal. Du gehst mir jetzt nicht auf den Sack, du Pissbirne. No! Die ganze Ladung am Arsch. Cassandra! Du blöde Miesgeburt! Jetzt drückt man mal aus! Jetzt mach doch einmal was! Heilige Mutter Gottes! Ich weiß, dass du brennst. Jetzt halt die Fresse! Komm doch her, Jungs. Ne. Ich bin hier ganz alleine, du Pisser. Also Hartschläge kannst du halt nicht blocken. Viel mehr wirst du nicht aushalten. Sagt der Richtige, der verstohlt ist. Oh, ist nur richtig. Mit dem Auswahl war immer so verkehrt. Wo? Ach, die haben was. Ach so, die kann aufleuchten. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Gibt da drin was? Oh ja. Muss sich ja lohnen für uns. Na, ja, der scheint schon ein bisschen Money am Start zu haben. Ja, hab ich schon gelootet? Ah, da unten noch, okay. Warum ist nichts mehr? Drei Totenköpfe. So. Eieieiei. Lass den Scheiß. Vor allem müssen da nicht mehr aus dem Wasser rauskommen. Zurückgewiesene? Hä? Wo ist denn der Söldner? Wüsste ich aber. Da unten nehmen wir ihn auf jeden Fall noch holen. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Da hinten liegt da. Eigentlich noch Material von uns. Oder für uns. Söldner Brustplatte, ja, passt. So, bin Kopfgeldjäger. Was geht? Gibt es etwas, bei dem eine Söldnerin helfen könnte? Ein Mann aus der Stadt lässt meine Freundin nicht in Ruhe. Er ist vernarrt in sie. Er verfolgt sie, fleht sie an. Er klingt beinahe besessen. Und gefällt ihr das? Natürlich nicht. Was als alberne Verliebtheit begann, ist zum Albtraum geworden.
Seine Worte lassen vermuten, dass er ihr etwas antun will. Und du suchst jemanden, der ihn für dich tötet. Sein Tod ist die einzige Lösung. Okay. Ich kümmere mich darum. Ich stehe in deiner Schuld. Überlass das mir. Überlass es mir. Wenn ich sage, dass es nicht funktioniert, überlass es mir. Überlass es mir. So, irgendwer hast verstanden? Genau darum geht Ubisoft. Lass die Scheiße. Danke. Es hat böse Kritik. Spiel an sich mega toll, groß, schön, hübsch. Zu hart repetitiv auf Dauer. Geh dahin, töte den, töte deine Grandma und so weiter, ne? Das ist doch scheiße. Ubisoft muss auf jeden Fall, was RPG betrifft, echt noch viel lernen. Ich kann mit dem erstmal reden, fragen, was abgeht. Ich rede mal mit ihm. Hi. Wir hauen ihn ein. Mit einem Mann namens Barnabas auf meinem Schiff. Er erwartet dich. Und nun die Bezahlung. So, wir haben ihn nicht umgebracht, wir haben ihn nur, wie kann man das so nett sagen, angeheuert. Ich brauche jemanden, der so vernarrt eine Sache sein kann. Und außerdem, wenn er vielleicht ein bisschen liebeskrank wird, ist es ja nicht so, als ob man so wenig Frauen an Bord hätte, ne? Da könnte er sich bestimmt mit der einen oder anderen vergnügen. Okay, ich dachte, er ist jetzt hier aufgelöst. So. Das will ich aber auch noch mitnehmen. 14 Ohrringe. Sexy. Das ist halt... Ja, in Elder Scrolls gab's... Hörst du, wir können mit dir reden? Jere, benötigst du irgendetwas? Ich habe eine kleine Kostbarkeit, die meinem Bruder Glück in der Schlacht bringen soll. Aber in der Stadt haben es Diebe auf uns Hetären abgesehen. Und ich habe Angst, dass mir auf dem Weg etwas passiert. Also soll ich sie überbringen? Ja, die Lieferung muss unversehrt ankommen. Okay. Verlass dich auf mich. Gibt Erfahrungspunkte, gibt Level wieder, ne? Du tust mir einen großen Gefallen. Ich muss dann mal los. Okay, und tschüss. Als ich auch geschaut habe, der Season Pass von Assassin's Creed Odyssey im Angebot ist, gerade aktuell bei Steam Sale ist, aber negativ. Hallo. Du wieder. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Eigentlich unser Treffen war vorherbestimmt. Hier. Das ist für dich. Du bist stark, geschickt und offenbar sehr einfallsreich. Ich schick mir die beide voll jemanden Boot. Wie dich kann ich gut auf meinem Schiff brauchen. Was sagst du? Die Menschen zahlen mir viel, damit ich sie begleite. Ich fürchte, meine Dienste kannst du dir nicht leisten. Das ist ein Fehler, aber ich respektiere deine Entscheidung. Was? So. Nicht leisten, als ob ich eine arme Kirchenmaus wäre. Achso, 500 Meter. Ja gut, da können wir mal herkommen. Und Peppo. Guck mal, wir rennen fast... das Pferd rennt nur ein Müh schneller wie wir. Ist doch lachhaft. Nee, genau, das ist. Da vorne ist eine Aufgabe. Ah, das ist gleich da, ja, dann passt ja, ist ja perfekt. Bäh. Lieferung für dich. Von einer Hetäre. Zum richtigen Zeitpunkt, lass mich dich bezahlen. Können wir den nicht umlegen? So. Easy. Warum auch? Oh, das juckt mir gerade so in den Finger. Einmal. Bis ich so ein Multikill mache. Ach, scheiß drauf. Ja, warum nicht? Hm?
Ja, geh ich doch. Also, zwar nicht nach Hause, aber ich gehe halt. So. Blitzeverschnitt. Also schlechte chinesische oder... Chinesen machen eine schlechte Sache. Aber die Schrottvariante, muss man so. Wer hängt denn da rum? In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Ich gehe jetzt. Ich habe mich nur verritten, es tut mir leid. Wir könnten ja immer dann aggressiv zu mir sein. Ich habe doch auch Gefühle. So, Peppo, du bleibst hier. Mama geht wieder kämpfen. Adlerfrau, willst du uns bei unserem Sieg unterstützen? Du bist dir des Ausgangs der Schlacht sehr sicher. Woher beziehst du deine Zuversicht? Nach vielen Geplänkeln haben wir die Athener endlich in die Ecke gedrängt. Mit deiner Hilfe schicken wir die Hunde endgültig nach Hause. Na, was sagst du? Okay. Ich kämpfe. Gut, wir können dein Schwert gebrauchen. Kommt mal, so ein bisschen die Freude da rein. So. Au. Aber ist der nächste da? Der feige Fatzkeil wird ein Schild, her damit. Halt, glaube ich, der hat eine Energie für vielleicht die Hälfte, aber ein Viertel. Nochmal ein Viertel. So. Sehe ich auch so. Ah, wer kommt? Eigentlich mein abgestochen. Okay, na, ist mit ihm, so stirbt. So ein Kämpfer unfähig im Kampf ist. Im Zweikampf haben wir es auf. Okay. Digitiert die? Ich nehme Stabe, ja. Gefällt mir besser. Bessere Range. So, her damit. Her mit, weg mit dem Schild. Ach ja, jetzt. Das, ich hasse es immer. Da drüben lohnt es sich reinzuhauen, ne? Nächste. Ah, da drüben. Okay. Ja, ja. Die schlachten sie immer gleich. Immer draufhauen. Immer hier drüben, das heißt, der Level ist das Kampfgebiet. Ah, der geht doch schnell down. Lol, was für ein Snowbob. Ja, mach keine Show draus, komm. Brauchen Hilfe hier, die Jungs. Wo ist der nächste? Da drüben. Für Sparta! Für Ruhm und Ehre! Ja, ist ja nicht immer weniger. Braucht trotzdem noch einen Schuss im Befehlshaber oder sowas. Ja.
Ach schade, ich wollte diesmal noch umlegen. Nur 43 diesmal. Tja. Und wir könnten Geld sparen. 1% Nahkampfwiderstand. Shake, shake. Haben wir 9 Zelt? Ah. Vielleicht sind wir halt noch eh nicht ganz. Ah, ne, die ist tot, okay. Okay. Dann wirst du mir noch einklicken? Ich weiß, dass er tot ist, Mann. Holz. Müssen wir noch warten. Wir haben nämlich so viel Holz da. Das ist scheiße. Aber Barnabas wollte man jetzt eigentlich schon seit Ewigkeiten. Wo ist der? Da. Oh, Mr. Level 68. Das ist heftig. Weil der klatscht uns mal kurz das Gesicht weg. Ne, lass jetzt mal kurz danach hin, weil wir da nicht, was ist, was wir entdeckt haben? So nah. Befehlshaber ausschalten. Ja gut, okay, aber ich nicht vor. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. So. Und das ist Barney. Der kleine Barney Grunheimer. Ja. Dass die nicht drüber hinwegrollt, ne? Sondern den Abroll-Move machen muss. Das wäre halt cool, weil, wisst ihr, die rollt. Also rollt sich ab. Und springt halt dann nochmal ab oder rollt halt drüber und so, dass man da einen eleganten Abgang hat. Ich wollte gefragt, was machst du für einen Scheiß? Also, der macht doch, der übt, der trainiert. Okay. Naja, viel Ei fressen, meine Freunde. Da ist ein Eiweiß drin. Da gab es noch keine Proteinshakes. Sparta. So, so. Da haben wir mit dem Pfeil rein. Ich glaube, was da abgehen würde. Dominating Headshot. Das ist ein Monster Kill. Ach ja. Nun ja. Wir sind jetzt wieder. Brüste. Instant YouTube Sperre. So. Was geht? Bereit für die Königin? Da sieht das in Barnabas. Ach so, es war das. Ja. Ich muss vorher noch. Ach so, nein, Quatsch. Bereit für die Könige? Warten macht es nicht einfacher. Dann lass uns gehen. Deine Mutter ist bereits drin. Stimmt, das war die Sache. Wir müssen noch was erledigen. Haben wir ja getan jetzt. Wo sind die Könige? Dort. Was sagt ihr jetzt? Ein gutes Argument, Archidamos. Ich füge mich. Dann also 2 weitere Einheiten nach Böotien, wie ich sagte. Ja, so kann man es natürlich auch entscheiden. So werden hier Streitigkeiten beigelegt? Manchmal. Vater. Archidamos Deckung wird besser. Das verdankt er mir. Brasidas, du bringst Neuigkeiten. Lass sie hören. Meine Könige, darf ich vorstellen. Myrine, eine Nachfahrin von Leonidas, und ihre Tochter Kassandra. Du wagst es, dich in Sparta zu zeigen? Kassandra half mir, Korinth zu sichern, mein König. Sie half mir während des Helotenaufstands. Sie wollen das Beste für Sparta. Ich bitte euch, hört sie an. Lass uns hören, was sie zu sagen haben, bevor wir Blut vergießen. Sprich, Myrine. Warum bist du hier? Ich komme, um mein spartanisches Bürgerrecht zurückzuerhalten. Und unser Haus ebenfalls. Du hast dich selbst verstoßen. Deine Tochter tötet deinen Ältesten und floh. Von eurer gebrochenen Nase ganz zu schweigen. Meine Familie wurde verraten, mein König. Sparta wurde verraten. Wir kommen, um die Verräter zu entlarven. Du hast dich all die Jahre nicht um Sparta gekümmert. Hm.
Gebt mir die Schuld. Der Älteste starb durch mich. All das fing meinetwegen an. Also wenn jemand seine Treue beweisen muss, dann sollte ich es sein. Ich weiß nicht, ob ich dich für deine Ehrlichkeit beglückwünschen oder für dein Verbrechen bestrafen sollte. Myrine hat ihre Absichten kundgetan. Welche hast du? Sparta zu meiner Heimat zu machen. Eigentlich ja, eigentlich beides. Vreda zu finden und zu töten. Es ist meine Absicht, jene zu finden, die meine Familie und Sparta verraten haben. Und sie zu töten. Und wer genau, glaubst du, hat Sparta verraten? Ich bin hier, um es herauszufinden. Zuerst beweise deine Treue. Bring Sparta Ruhm und Ehre und läutere dich in den Augen der Götter. Was? Bis dahin haben weder du noch deine Mutter ein Recht auf euer Land. Sagt mir, was ich tun soll, und es wird getan. Die Spartaner und die Athener kämpfen in Böotien. Triff unsere Befehlshaber dort. Komme siegreich zurück, oder komm gar nicht zurück. Betrachtet die Schlacht als gewonnen. Aus dir spricht das Selbstvertrauen eines Kindes, das nie einen echten Krieg sah. Du findest den Befehlshaber im Helikongebirge. Gib ihm dies und sag, dass ich dich geschickt habe. Nicht so schnell. Zwei Könige, zwei Aufgaben. Herakles hatte 12 Aufgaben. 2 sollten kein Problem sein. Das erste spartanische Wort von dir. Bald beginnen die Olympischen Spiele in Elis und unser Meisterkämpfer benötigt eine Eskorte. Ich soll seine Eskorte sein? Sorge dafür, dass die Spartaner mit einem Siegerkranz heimkehren. So soll sie Sparta Ruhm und Ehre bringen, indem sie einen olympischen Wettkampf gewinnt. Nicht einen, mein König. Sie soll dafür sorgen, dass Sparta die gesamten Spiele gewinnt. Perfekt. Du hast deine Befehle. Wir sehen uns, wenn deine Aufgaben erfüllt sind. Falls sie erfüllt sind. Ich erfülle sie. Und ihr gebt uns unser Haus zurück. Es steckt also doch noch etwas Sparta in dir. Brasidas, führ sie hinaus. Nächster. Könnten interessant und schwer werden zugleich. Das lief doch gut. Wenn man bedenkt, dass du immer noch einen Kopf auf den Schultern hast, ja, dann lief es sogar ziemlich gut. Es war großzügig, uns eine zweite Chance zu geben. Und ich muss nur die Olympischen Spiele gewinnen. Und einen Krieg. Musst du noch irgendwas wissen, bevor du aufbrichst? Vieles. Was ist los in Böotien? Die Athener treiben Sparta Stück für Stück zurück. Es wird nicht einfach zu siegen. Wenn irgendjemand das Blatt wenden kann, dann du. Was weißt du über diesen Meisterkämpfer, den ich zu den Spielen begleiten soll? Der Pankratiast. Sein Gymnast wird wissen, wo er ist. Hab Dank. Ah, die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Du musst unseren Kämpfer beschützen, wenn du erfolgreich sein willst. Will ich. Und die dritte Sache? Einer der Könige gehört dem Kult an. Also wird eine dieser Aufgaben eine Falle sein. Aber welche? Brasidas? Sag so etwas nicht in Hörweite des Palastes. Ich habe mit beiden gekämpft. Ich kann nicht glauben, dass einer von ihnen ein Verräter ist. Wir müssen Beweise finden, bevor wir jemanden beschuldigen. Halte die Augen offen. Okay. Ich glaube, ich bin bereit. Und du? Was wirst du tun, während ich fort bin? Ich bekam eine Nachricht, bevor wir eintraten. Was für eine Nachricht? Ein Hinweis auf den Aufenthaltsort eines Kultisten. Ich reise nach Arkadien. Allein? Die Mäuren sind uns hold. Auch ich wurde dorthin beordert. Wir können gemeinsam reisen. Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank. Dann treffe ich euch beide in Arkadien wieder. Gute Reise. Der will doch nur ihre Mom abchecken, gib's doch zu. Sparta hat dich vermisst. Der will doch nur ihre Mom abchecken. Also genau, Mann, das erfahren wir in der nächsten Aufnahmesession, ob Brasidas wirklich Myrene abchecken will und einfach nur ein Milfhunter ist. Und bis dahin müsst ihr euch gedulden, liken, teilen, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und bis dahin auf Wiedersehen. Tschüss.